Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zwischen diesen beiden knirscht es gewaltig. Zwischen unserem Grafen Gerhard und dem Hofkaplan Ottbert. Aber hier muss man deutlich sagen, trotz der bekannten Arroganz des Grafen ging hier die Aggression eher vom Geistlichen aus. Wir erinnern uns, erst hat er im Rat provoziert, sodass er eine klare Antwort erstmal bekommen musste vom Grafen und eine klare Zurechtweisung. Und dann hat er behauptet, dass unsere Frau und wir, dass das eine Ehe mit zu enger Blutsverwandtschaft gewesen wäre, was eine wirkliche Unverschämtheit ist. Insofern ist, glaube ich, sowas wie eine Art Feindschaft entstanden und unser Graf möchte ihn hier gerne loswerden. Aber, ja, das geht nicht so einfach. Was ich, glaube ich, jetzt ein bisschen übertrieben finden würde, ihn jetzt hier zum Duell herauszufordern, das ist, glaube ich, gegen einen Geistlichen nicht schicklich. Aber was wir vielleicht mal machen könnten, wir wissen ja, wir haben ja eine Ahnung, dass es da eine Affäre gegeben hat und dass er unsere Gäste dort, diese Zwerginnen, dass er eine von diesen sogar geschwängert hat. Insofern machen wir jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt hier unseren Ratspitzer, unseren Bruder beauftragen, dort mal nachzuforschen, ob wir irgendwas herausbekommen. Das gibt uns vielleicht die Gelegenheit, Ottbert loszuwerden. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ansonsten warten wir darauf, dass wir noch einen fähigen Mann hier bekommen, der in unseren Rat kommt, als neuer Ratsmarschall. Und wir versuchen natürlich immer noch verzweifelt hier dem Kaiser zu gefallen, beziehungsweise eher uns anzufreunden. Aber die Chancen sind nun wahrlich sehr, sehr schlecht aktuell, wie es aussieht. So, ein weiterer Ritter ist eingetroffen. Der ist ein toller Kämpfer, aber auch kein guter Anführer. Ich warte nochmal auf den dritten, der kommen müsste. Dann entscheiden wir uns. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, dass man auch über Verheiratung Leute an den Hof holt. Das ist ja eine durchaus übliche Taktik hier. Aber ich mache das nicht. Das ist auch so eine Art Hausregel. Zumal wir im Moment, glaube ich, auch keine Frauen haben, die da zur Verfügung stehen. Doch, wir hätten eine Frau. Ich mache das nicht, weil die KI das auch nicht machen kann. Und ich das insgesamt eher ein bisschen schwierig finde, sich da sowas hinzuzüchten. Das kommt mir auch historisch nicht besonders immersiv und authentisch vor, dass der Graf quasi die unverheirateten Männer und Frauen irgendwie im Land anbietet, um andere herzulocken. Nee, also das mache ich nicht, vor allem aus den Gründen, dass die KI diese Möglichkeit auch nicht hat. So, aha, okay, es würde mich entzücken, wenn eure Tochter und Erbin Heilwig, aha, jemand fragt an, und zwar der Herzog von Korsika. Das ist weit entfernt. Aber wir fühlen uns natürlich geehrt, dass ein Herzog so etwas anfragt. 15 Jahre ist er alt. Ich hoffe, er hat nichts Böses vor mit unserer 11-jährigen Tochter. Aber ich denke, ja, es gibt keinen Grund, hier Nein zu sagen. Soll sie so einen Besuch mal machen? Das wird sicher sie weiterbringen. Irgendwie. Sie wird schon was lernen dabei. Okay, da in Niederlothring ist scheinbar schon wieder was los. Aber was? Das ist die große Frage. Schon wieder ein Krieg. Anno von Köln ist es. Ah ja, gegen den gab es ja schon mal Stress. Diesmal Krieg gegen die Tyrannei. Wird auch von einigen Grafen unterstützt. Diesmal sieht die ganze Sache deutlich gefährlicher aus. Und wenn das klappt, und es sieht fast so aus, dann wird der Herzog abgesetzt. Hier geht es ja wirklich hoch, ja. Und dann würde nur eine kleine Tochter erben, Beatrix. Und die ist natürlich denkbar schwach. Interessant. Das ist natürlich jetzt eine super Partie, wenn das geschehen würde. Wir haben keinen Sohn mehr frei. Würde wahrscheinlich auch nicht akzeptiert werden. So. Heilwig ist vom Spieltreffen zurückgekehrt. Das ist doch schon mal schön zu hören, dass da alles geklappt hat. Hervorragend. Wir werden jetzt bald vom ersten Geheimnis erfahren. Ich hoffe, er hat was gefunden. Oh, der nächste Ritter ist da. Und der ist talentiert. Hervorragend. Hesso von Berg. Den werden wir an den Hof rekrutieren. Kostet uns auch nur 45 Gold. Sehr schön. Und dieser Mann wird unser neuer Ratsmarschall. Okay. Talentiert ist er. Ich habe gesehen, dass Kontrolle verloren gegangen ist in Straßburg. Ich kann das damit zu tun haben, dass wir unseren Ratsmarschall verloren haben.
Ansonsten kann ich mir jetzt an gar kein Ereignis erinnern. Das heißt, er sollte tatsächlich dann erstmal hier die Gemeindekontrolle wieder erhöhen, bevor wir irgendwas anderes machen. Weil das hat nun direkte Auswirkungen, unter anderem auf Steuern. Aber sehr schön, das ist doch dann schon mal erfreulich. So, was haben wir erfahren? Keine Geheimnisse? Nein, kommt. Noch einmal bitte suchen. Ich bin mir sicher, dass wir da was finden werden. Und nun? Ein abtrünniger Diener, ein gemeiner Brüher hat meinen Haushalt bestohlen. Der Täter kniet vor mir und winselt etwas von hungrigen Kindern. Und Gnade im Namen von Sankt Josef. Bitte, ich flehe euch an, ich tue alles, was ihr wollt. So, was tun wir? Ich werde ihm zeigen, wie sich wahrer Hunger anfühlt. Okay, wir würden ihn töten. Oder wir werfen ihn in den Kerker. Oder wir zeigen Gnade und gewinnen seine Loyalität. Weil er irgendwie so ein einfacher Mann ist, zeigen wir mit Sicherheit keine Gnade. Aber ich denke, wir sind jetzt auch nicht übermäßig brutal oder sowas. Wir werfen ihn in den Kerker. Ich denke, das ist akzeptabel. Es wäre schön, wenn man beim... Fällt mir jetzt mal so ein, wenn es die Möglichkeit gäbe, so eine Art... Ja, andererseits... Ja, wisst ihr, eigentlich ist es ja so, ne? Damals gab es ja nicht sowas wie Gefängnisstrafen oder so. Man hat Leute in den Kerker geworfen, um sie festzuhalten und um Lösegeld zu bekommen. Oder ansonsten war die Strafen einfach knallhart. Hand ab, keine Ahnung, Ohr ab oder solche Geschichten. Aber da gab es ja kein System nach dem Motto, diese und diese Strafe kostet so und so viel Haft. Also Freiheitsentzug in dem Sinn als Strafe ist meines Wissens unbekannt. Tja, insofern, aber leider gibt es hier nicht andere Optionen. Da ist das Spiel ein bisschen unkorrekt. Ihn direkt zu töten, schwierig. Naja, dann führen wir halt so ein System ein. Das ist schade, aber okay. Oh, anfreunden, Brücken schlagen. Ich suche und suche, aber Kaiser Heinrich und ich haben offenbar rein gar nichts gemeinsam. Wie soll ich auch nur anfangen, eine Freundschaft zu schließen, wenn es keinerlei gemeinsame Interessen gibt? Ja, wollen wir unsere Anstrengungen verdoppeln? Ja, kommt. Wir sind fleißig. Wir sind fleißig und deswegen, denke ich, tun wir das. Das passt schon ganz gut zu uns, auch wenn es zu Anspannung führt. Da gibt es Entwicklungen. Es gibt eine Menge Unterschiede zwischen Kaiser Heinrich und mir. Einer davon ist der etwas herunterkommende Zustand seiner Ländereien. Ernsthaft? Allerdings könnten ein paar der Methoden, die wir in der Grafschaft von Straßburg anwenden, auch in Marburg hilfreich sein. Heinrich hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er ein gut finanziertes Vorhaben zur Landentwicklung sehr zu schätzen wüsste. Ernsthaft, müssen wir jetzt unser Geld dort reinstecken? 50. Heinrich gewinnt Meinung. Na los. Das ist schon uns wert. Ein genialer Plan. Und außerdem ist es ja auch zum Wohle von Marburg, zum Wohle des Reiches. Ja, das Freudenhaus wäre auch mal wieder dran. Ich würde sagen, ja, wir nutzen das und verlieren deutlich an Anspannung, Gott sei Dank. Wir sind auch nicht mehr übermannt, aber haben natürlich eine Stange Geld jetzt verloren. Die Stadtgründung rückt etwas ins Hintertreffen. Aber so ist das. Als bedeutsamer Graf hat man auch andere Verpflichtungen, nicht wahr? So, was ist hier los mit Niederlothringen? Hat er doch gewonnen? Oder sieht er jetzt anders aus? Er ist auf jeden Fall jetzt zum Pilger geworden. Er scheint gewonnen zu haben. Ja, Beatrix ist auf jeden Fall nicht die Herzogin. Interessant. So, na gut. Einmal suchst du noch. Irgendwas muss es hier geben. Und Ida ist wieder schwanger. Ist es jetzt ein Sohn? Großartig. Ah, diesmal kriegt unser Bruder erneut eine Tochter. Heil, Viva. Und es geht zu einem Ball. Die Chancen sind immer noch super schlecht. Meine Güte. Die Zeit ist eigentlich jetzt abgelaufen. Jetzt gilt es. Nachdem ich davon erfahren hatte, dass Kaiser Heinrich am Tanz in Klingenberg teilnehmen würde, beschloss ich, dass dies die perfekte Gelegenheit für ein Gespräch mit ihm darstellte. Der Tag des Tanzes begann verhangen von grauen Wolken und anstatt des erwarteten rauschenden Festes erwartete mich bedrückte Stimmung. Ja, okay, alles klar. Also, das war
Nichts. Gut, also der Weg scheint für uns im Moment zu schwierig zu sein. Ich würde sagen, wir versuchen es weiter mit der normalen Beeinflussung. Ja. Der Graf von Württemberg möchte ein Bündnis. Der ist Graf in Schwaben. Ist natürlich mächtig, ist aber nur Ratskanzler eines Herzogs. Nö, also hier siegt wieder unsere Arroganz. Das wird abgelehnt. Aber die Frage stellt sich natürlich, wir können ja Bündnisse schließen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, uns im Reich hier noch beliebter zu machen. Wenn ich mal schaue, was sind denn jetzt die mächtigsten Vasallen? Wir haben einen König inzwischen, den König von Böhmen. Der ist mit Abstand der mächtigste. Herzogin Mathilda von Toskana, die sind alle weit weg. Herzog Ordulf. Ja, es wäre doch wahrscheinlich am nachvollziehbarsten, wenn man sich vielleicht mit jemandem aus dem Hof langsam anfreundet. Was ist eigentlich mit Otto? Otto von Bayern, ist der nicht auch Freund? Nee, ist er nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann. Können wir nicht mit dem ein Bündnis vereinbaren? Ja, aber er sagt nein. Ja, Unterschied im Rang, Unterschied in der militärischen Stärke. Ich glaube, da haben wir keine Möglichkeiten. Da achtet man uns doch nicht so sehr, wie wir uns das vorstellen. Schade drum. Okay, also das mit den Geheimnissen aufspüren, das scheint also doch nicht zu klappen. Schade, über diesen Weg gibt es kein Reinkommen. Wie alt ist denn der? Der ist auch noch jung, ne? 43, den werden wir so schnell nicht los. Ja, Mord kommt nicht in Frage. Brettspiel-Herausforderung gegen ihn, aber das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Empfinde ich auch eher als unpassend. So, und irgendjemand... Oh nein, wir bekommen... die dritte Tochter. Engeltraut ist es. Mögest du stark und weise werden. Wir müssen langsam schon mal sparen für die Mitgiften. Denn falls wir unsere erste Tochter nicht patrilinear, sondern matrilinear verheiraten, brauchen wir keine Mitgift, weil dann ist sie ja versorgt durch ihre Herrschaft an sich. Aber die anderen beiden Töchter, die werden jeweils 50 Gold Mitgift kosten. Nun ja, Engeltraut ist erstmal da. Aber was auch noch passiert ist, haben wir gerade gesehen, unser Dynastieoberhaupt, wer ist es jetzt eigentlich, Herzog Berthold von Kärnten immer noch, der hat was Zweites freigeschaltet, nämlich gelehrsame Jugend. Kindermeinung plus 10 und die Dynastiemitglieder erhalten bessere Ausbildungseigenschaften. Boah ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, was ist hier? Da gibt es eine Fraktion von Tschechen und Karl, ein freier Pächter auf meinem Land in Straßburg, hatte dank seiner sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte er mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit er auf seinem Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. So, wir können sagen, weil wir arrogant sind, kann er sich unserem Hof anschließen. Oh mein Gott, der ist ja wirklich sehr, sehr talentiert. Ein intelligenter Mann. Wir könnten ihn, wenn er mich in harter Münze bezahlen kann, soll das Land ihm gehören. Oder das Land in Straßburg gehört mir und sonst niemanden. Damit erhöht sich die Kontrolle. Aber ich meinte, hier gibt es ja schon ausdrücklich diese Option, die nur für Arrogante zur Verfügung steht. Und insofern denke ich, ist das eine ganz gute Option. Holen wir ihn an den Hof. Die Frage ist, wollen wir ihn dann auch wirklich zu unserem Ratsmann machen? Das heißt, Hugo müsste weichen. Aber wisst ihr was? Wir werden dann Hugo als Ratsmarschall arbeiten lassen. Ich meinte, er ist unser Bruder, ne? Hesso ist natürlich ein guter Mann, aber der kann auch als Ritter uns dienen. Aber diese Kombination gefällt mir dann besser. Ja, er kommt an den Hof. Dann machen wir hier einen Tausch mit Hugo. Und hier holen wir den Karl rein, der jetzt sein wirkliches Talent hier richtig nochmal zum Tragen bringen kann.
indem er hier weiterhilft, die Entwicklung zu erhöhen. Wir sind im Übrigen schon bei Entwicklung plus 11. Das steigert pro Stufe 0,5% der Steuereinnahmen. Sehr schön. Die noch nicht auf Maximum sind, weil die Kontrolle wieder irgendwie zurückgegangen sind. Aber wir können uns wieder ein bisschen selber stressen. Das ist gut. Vorher verteilen wir aber erstmal unsere erste Fähigkeit hier in Verwaltung. Steuern eintreiben ist eine gute Sache. Rasch behauen. Wisst ihr was? Das nehmen wir jetzt. Das passt sehr gut zu unserem Vorhaben. Wir wollen ja die Stadt bauen. Ja, sehr gut. Besitztumsbaukosten minus 5%. Das heißt, wie teuer sind jetzt die Kosten? Ich glaube, sie waren bei 360. Jetzt sind sie bei 340. Naja, noch etwa 140. Nicht schlecht. Gut. Und ja, ich denke, wir werden wieder Hauptsitz entwickeln. Ja, das ist wieder viel Stress für unseren armen Mann. Aber naja, er hat mal wieder einen Nervenzusammenbruch, wie immer. Als ich verdrossen durch die Gänge meines Palastes streife, schwadronieren meine Höflinge schier endlos über ein Ärgernis, das es wohl in Straßburg gibt. Warum erledigen sie das nicht einfach selbst, ohne dass ich mich jede noch so kleine Einzelheit selbst kümmern muss? Irgendetwas an den Gesprächen klingt jedoch vertraut. War dieses Gesetz nicht meine Idee? Ist das etwa mein Fehler? Ach, wir werden sehen. Ich würfle eine 5 und das bedeutet, das ist nur hirnloses Geplapper und hat nichts mit mir zu tun. Das bedeutet, ach du Scheiße. Okay, wir kriegen gleich die nächste kritische Anspannung. Oh meine Güte. Was ich auch tue, die Leute nutzen mich aus. Mein Leben ist eine einzige Kette langer, ausschweifender Erklärungen, für die mir schlicht die Zeit fehlt. Mir kocht das Blut hoch. Ich ertrage es einfach nicht länger. Wenn ich nichts dagegen unternehme, muss ich noch schreien. Eine 3, das heißt, wir werden so lange schmausen, bis es mir besser geht. Wir werden zum Trostfresser. Okay, wow, wie dieser Charakter sich entwickelt. Nicht schlecht. So, wow, tatsächlich, diesmal ist es gelungen. Meinung hat sich deutlich verbessert. Wir sind jetzt bei plus 99 und insofern können wir das eigentlich sein lassen. Weil das wird jetzt nicht mehr besser werden. Ich gucke nochmal. Ach, die Geschichte Freundschaft geht erst wieder. Oh mein Gott. Bis 1106 nicht. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Und ich sehe gerade, hier gibt es einen neuen Krieg. Einen neuen Konflikt. Aber nur als Verbündeter des ungarischen Königs. Der verteidigt gegen die Byzantiner und es geht um von Domoschlo. Was ist, oh warte mal, oh es geht um das gesamte Königreich. Eieiei, okay, das ist ja insofern ein wirklich gravierender Kampf. Der soll König werden. Die Ansprüche hat er, der befindet sich am Hof des Byzantiners. Okay. Das ist ja gravierend, wie sich das entwickelt. Na gut, unsere paar 600 Mann werden da keinen Unterschied machen. Aber auf jeden Fall spannend zu beobachten, was da passieren wird. Gut, so, wir sind immer noch am Sparen, aber nähern uns langsam der Sache. Ein bisschen müssen wir uns um die Anspannung und geistige Gesundheit Gedanken machen. Wir könnten uns direkt der Völlerei ergeben. Das kostet allerdings 50 Gold. Das wird ja immer teurer. Freudenhaus nur 20. Auskeilen kostet gar nichts. Ich denke, ja, noch sind wir da im Rahmen. Wir bleiben mal dabei. Oder machen erstmal nichts, sondern verfolgen unseren Plan. So, mehr Kontrolle in Straßburg ist endlich erreicht. Das heißt, wir sind wieder bei 100%. Haben damit die maximalen Steuereinnahmen, die uns hier auch zustehen. Sind bei 5 im Monat angekommen. Was macht er jetzt? Na, ich denke mal, dann machen wir lieber Ausbildung von Befehlshabern. Das gefällt mir besser. Gibt es irgendjemand anderes, dem wir uns noch annähern könnten? Ach so, ich war ja vorhin gerade dabei zu gucken,
welchen von den Ratsmitgliedern hier wir uns annähern könnten. Oder auch, o König Wratislav von Böhmen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ein König im Rat hier, warum nicht? Der kämpft gerade und es scheint auch schwierig zu sein, ihn zu beeinflussen, aber versuchen wir es mal. Komplotte können wir vorantreiben, ja, machen wir doch direkt mal. Jetzt oder nie, dann haben wir schon ein gutes Stück geschafft. Ein unerwarteter Besuch. Karl kommt, der neue Ratsverwalter. Karl verspätet sich wieder einmal bei der Ratssitzung. Diesmal lasse ich das nicht durchgehen. Als ich vor den Gemächern von Karl ankomme, bin ich nicht so höflich, vor dem Eintreten erst zu klopfen. Karl sitzt am Tisch und schreibt wie wild. Auf mein Räuspern hin schreckt er zusammen. Er stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mir mit banger Miene zu. Okay. So. Wir sind natürlich arrogant genug, um ihn direkt zu fragen. Und ungeduldig natürlich. Was versteckt ihr da? Zeigt es mir sofort. Jetzt bin ich aber gespannt. Dachte er wirklich, ich würde das nicht bemerken? Gebt das her, sofort! Karl gibt mir das zerknitterte Pergament und verschränkt die Arme vor der Brust. Sieh an, sieh an, sieh an, wie herrlich verdorben. Laut diesem Erpressungsschreiben verhält es sich so, Karl praktiziert die Hexerei. Was? Okay, gut. Das geht nicht, da wir ansonsten jetzt nicht irgendwie besonders hinterrücks sind, sondern hier doch, glaube ich, eine klare moralische Haltung in dieser Hinsicht haben, werden wir das Geheimnis aufdecken. Und dann wird Karl eingekerkert. Gibt keine Diskussion. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, gerade wo wir so einen guten Mann hatten. Der wird fliehen, vermutlich. Und das heißt, ja. Geht nicht anders. Das ist aber auch ein bisschen erbärmlich. Ich meinte, hallo, der Typ ist in unserer Burg. Da muss es doch möglich sein, den irgendwie mit unseren Mitteln einzukerkern. Aber das scheint immer erfolglos zu sein auf dieser Ebene. Traurig. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder wechseln. Hugo wird die Sache wieder machen und Hesso wird wieder Marschall. Das war ein kurzes Intermezzo dieses Mannes. Mit unseren Leuten hier, die wir an den Hof holen, da haben wir aber wirklich nicht viel Glück. Muss man mal sagen, da geht einiges immer schief. Okay, Auskein ist endlich wieder verfügbar. Ja, hervorragend. Hey, ihr da. Wir beschimpfen mal wieder irgendjemand und verlieren ein bisschen an Anspannung. Ach, Gott sei Dank, sind wir erst einmal nicht übermannt. Und nun? Mein Gefangener Landolf rezitiert mit schwacher Stimme eine Passage aus seinem heiligen Buch. Stimmt, der ist ja auch noch in unserem Gefängnis. Das ist der, der uns doch irgendwie beklaut hat, oder? Landolf ist ein Mitglied des Klerus? Was? Wieso das denn? Das ist doch schon wieder irgendwie Verarsche von Ottbert. Es gibt überhaupt keinen Hinweis. Feige, eigenwillig mitfühlend, niedriger Geburt. Daher muss er auch in die Obhut des Klerus überführt werden. Also, ich denke, das ist hier so eine Art Machtkampf zwischen unserem Grafen und Ottbert. Und wir werden ganz klar sagen, er ist mein Gefangener und bleibt in meinem Kerker. Dadurch verlieren wir leider Frömmigkeit, weil das als Beleidigung gilt. Sag mal also mit diesem Typen, aber was können wir da noch machen? Ja, Mord, das passt irgendwie nicht. Und das mit dem Duell, außerdem ist mal abgesehen davon, dass der ein krasser Kämpfer ist. Nee, wir haben da keine Möglichkeit. Das Geheimnis wäre es gewesen, aber ist nun mal nicht. Wie gesagt, Alternative ist, wir hätten irgendeinen gebildeten... Der hat die Schwinze. Oh Gott, der Ratsmarschall. Wir hätten wirklich einen gebildeten Mann, wo man sagen könnte, okay, das ist nachvollziehbar, der kommt aus dem geistlichen Stand, aber das sehe ich hier nicht. Deswegen müssen wir wohl oder übel mit dem zurechtkommen. König Wratislav ist von uns beeinflusst worden. Vorteilhaft, sehr schön. Kämpfen denn jetzt unsere Truppen irgendwo in Ungarn? Eine Nase für Schnäppchen. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all dem hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine verzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt.
Der Stand des Händlers quillt wahrlich über von Tand und Krimskrams. Als geübter Käufer für edle Waren fallen mir ein paar echte Schmuckstücke in all dem Schnickschnack auf. Ja, was machen wir hier? Ich versuche mein Glück. Die Details faszinieren mich. Gehen wir weiter. Fleißig, ungeduldig, arrogant. Ja. Ja. Ich bin mir komplett unsicher, wie er hier reagieren würde. Deswegen würde ich einfach mal würfeln. Ich denke, alles ist möglich. Ich würfle eine 3. Die Details faszinieren uns. So, entweder verlieren 10 oder 20. Und, oh mein Gott, euer Feilschen erweist sich jetzt armselig. Wir haben nicht nur 20 Gold verloren. Aha. Wir haben ein erbärmliches Schmuckstück erhalten. Wir haben aber leider auch keine Punkte bekommen. Naja, immerhin, wir haben etwas bekommen. Ein Spielzeuggeflügel aus Ton, was uns Bildung und etwas Prestige bringt. Und wir können endlich wieder ins Freudenhaus. Ja, das muss sein. Dafür geben wir gerne unser Geld aus, ganz klar. Weil der Anspannungsverlust ist doch da enorm. So, wir kommen nicht auf die 340, die wir eigentlich brauchen. Hier sieht's erstaunlich gut aus. Vor allem deshalb, weil die Byzantiner gar nicht in der Lage sind, hier einen Krieg zu kämpfen. Und es ist schwer zu verstehen, warum. Der Gegner nur noch mit 9000 Männern. Okay, scheinbar gab es doch irgendwelche Schlachten, an denen wir nicht beteiligt waren. Befehlshaber beträchtlich verbessert. Albrecht hat eine Kriegsführungsverbesserung. Naja. Okay, und leider eine schlecht verwaltete Bevölkerung. Minus 40 Volksmeinung, das hatten wir doch schon mal. Tja, ja, ja, ja. Der Mann, der sich als Hexer erwiesen hat, der war deutlich talentierter. Aber gut. So, wir kommen in die Nähe dessen, was wir vorhaben. Druckmittel ist verfallen, aber wir können den nächsten Vorzug nutzen. Das ist hervorragend. Professionelle Arbeitskräfte. Das ist genau das, was wir jetzt benötigen. Gleich. So, Berthold von Zähringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Berthold ist verstorben. Okay, wer ist sein Nachfolger geworden und gibt es da Veränderungen? Ja, Verona. Was ist denn da passiert? Scheint es eine Erbteilung gegeben zu haben. Herzog Hermann von Kärnten, das ist der eine Sohn gewesen. Er hat aber 2 Söhne. Warte mal, hat sich das jetzt aufgeteilt in 3 Herzogtümer? Herzog Hermann von Kärnten, Herzog Berthold von Krain und Herzog Gebhard von Verona. Okay, 27. Aber der muss ja schon vorher Titel gehabt haben. Ich glaube, der war schon vorher Herzog, oder? Das hat er... Nee, tatsächlich nicht. Möglicherweise habe ich das gar nicht mitbekommen. Vielleicht hatte der Kärntner hier auch schon Besitztümer. Das ist ja enorm. Okay, aber wo ist der aus Krain? Das sehe ich gerade hier nicht. Ach, da ist das. Verstehe. Und das gehört jetzt Herzog Gebhard von Verona, einäugig, religiöser Eiferer. Nun ja, okay, damit gibt es auch ein neues Dynastieoberhaupt, das ist wichtig. Das ist der Haupterbe, der von Kärnten. Ja, und wir haben jetzt dadurch kein Bündnis mehr. Eine neue Fraktion ist geschaffen worden, sind aber nur einfache Populisten. Nun gut. Petitionen will ich immer noch nicht machen. Helene kann einen Vormund bekommen. Das werde ich tun und ich denke, das wird weiterhin unsere Mutter übernehmen. Das ist ihre Aufgabe am Hofe. Das passt schon. Eieiei. So, wir sind bei 336 Gold. Heilweg wird erwachsen. Ja, und jetzt haben wir langsam das Problem, dass wir immer noch keinen Sohn haben, aber eine erwachsene Tochter. Und mit der muss langsam was passieren. Aber ich würde sagen, solange wir keinen Sohn haben, werde ich sie nicht verheiraten.
Also zumindest jetzt erstmal nicht die nächsten 10 Jahre oder so. Irgendwann vielleicht, aber erst einmal noch nicht. Das muss schon abgewartet werden. Erbe ist noch nicht vermählt, ja, ist klar. So, wir sind bei 340 und damit ist jetzt Großes möglich. Wir können endlich eine Stadt gründen. 3 Jahre dauert es nur, sehr schön. Bauzeit auch deutlich verkürzt. Hervorragend. Im Moment heißt sie noch Hagenau, aber ich habe vor, dass wir sie Straßburg nennen werden. Das ist dann eben hier die Burg Straßburg und das ist die Stadt Straßburg. Vielleicht gucke ich auch nochmal, ob es irgendwie eine Burg in der Nähe gibt. Aber jetzt haben wir das schon eingeführt als Grafschaft von Straßburg. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn es eine Burg gibt, die so heißt und eine Stadt. Wir werden sehen, auf jeden Fall ist das mein Plan. Und das ist der nächste große Schritt hier bei der Entwicklung. Und damit haben wir einen schönen Punkt erreicht, an dem wir erst einmal die erste Staffel beenden können. Falls ihr es noch nicht wisst, falls ihr neu dabei seid, ich lade diese Videos oder ich veröffentliche die im Staffelprinzip. Es kommen in der Regel 5 Folgen täglich am Stück und dann gibt es eine Pause von etwas mehr als einer Woche und dann geht es weiter. Das erfolgt also hier im Wechsel mit einem anderen Let's Play. Wenn ihr es genau wissen wollt, es gibt einen Programmkalender, Link dorthin, den findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf den Fortgang der Dinge. Auch wenn wir nicht erobern, finde ich es erstaunlich unterhaltsam, auch als Graf hier zu spielen. Und ich warne euch schon mal vor, ich ziehe das durch. Ne? Also, solange wir keinen ehrgeizigen, gierigen Grafen haben oder es nicht andere wirklich gut begründete Motive gibt, werden wir einfach weiter Graf sein. Und im Notfall sind es eben 100 Jahre oder 200 Jahre. Wer weiß, was da so alles passieren kann. ja, das ist das Ding, ne? Also, wir sehen uns in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwein.